Die Innovations- und Digitalisierungsstrategie des Saarlandes, sie wirkt. Heute Nacht hat der Deutsche Bundestag im Haushaltsausschuss entschieden, dass das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ins Saarland kommt. 30 Stellen stark wird auf Initiative des saarländischen Bundestagsabgeordneten Uhl jetzt das BSI im Saarland aufgebaut werden mit einer Außenstelle. Ich freue mich, dass auf mein Schreiben an den Bundesinnenminister hin diese Entscheidung getroffen worden ist. Und das Saarland ist prädestiniert für diese Außenstelle dieses wichtigen Bundesamtes. Denn wir haben mit dem Helmholtz-Zentrum CISPA, mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, die besten Voraussetzungen dafür, Deutschland fit zu machen, auch in der Informationstechnologie, was Sicherheitsbestrebungen angeht. Wir alle wissen, Angriffe, egal ob terroristisch oder ob Hackerangriffe, sie treffen Staaten mittlerweile besonders verwundbar in der Informationstechnik. Und hier können wir dazu beitragen, dass wir an die Spitze der Bewegung kommen, uns gegen diese Kriminellen aufzustellen. Das Saarland hat gezeigt, dass es auf eine Karte setzt. Wir haben nicht nur das Helmholtz-Zentrum aufgebaut, nein, mittlerweile haben auch private Investoren, wie zum Beispiel das Sicherheitsunternehmen Symantec oder das Weltunternehmen ZF gesagt, wir wollen im Saarland an unserer Universität in Kaffeetassenreichweite zu den Forschern entwickeln und forschen, wenn es um IT-Sicherheit, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Jetzt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Damit sind wir auf dem besten Weg, weltweit Hotspot für KI und Cybersicherheit zu werden.